Goethe B2-Prüfung, Sprechen Teil 1, Präsentation. Du musst die folgende Struktur benutzen. Herzlich willkommen zum Seminar zum Thema, zum Beispiel Finanzierung des Studiums. Heutzutage studieren immer mehr junge Menschen. Das führt zur Frage, wie man ein solches Studium finanzieren kann. Diese Frage möchte ich in meinem heutigen Vortrag beantworten. Zunächst möchte ich generelle Möglichkeiten, sein Studium zu finanzieren, beschreiben. Anschließend würde ich gerne die Vor- und die Nachteile nennen und bewerten und abschließend möchte ich eine Methode genauer beschreiben. Beginnen wir mit den Möglichkeiten. Ich habe im Wesentlichen folgende Möglichkeiten, um mein Studium zu finanzieren. Die Möglichkeit 1 ist ein Studienkredit. Die Vorteile sind, dass man eine Unabhängigkeit hat und dass man nicht von seinen Eltern abhängig ist. Die Nachteile sind, dass man Zinsen bezahlen muss und dass es etwas teuer sein kann, wenn man keine guten Konditionen hat. Außerdem hat man ein bisschen Druck. Die zweite Möglichkeit für die Finanzierung ist eine Finanzierung über die Eltern. Die Vorteile sind, dass man wahrscheinlich keine hohen Gebühren hat, weil die Eltern einem das Geld geben. Die Nachteile sind, dass man eine hohe Abhängigkeit hat und eine hohe Verantwortung gegenüber den Eltern. Und das wollen viele nicht haben. Und die dritte Möglichkeit ist ein Stipendium. Ein Stipendium kann man bekommen, zum Beispiel von verschiedenen Institutionen und wenn man gute Noten hat. Das ist auch ein Nachteil. Ein Stipendium bekommt man normalerweise nur, wenn man gute Noten hat. Und das erreichen nicht viele Leute, sondern nur die besten Studierenden. Und Nachteile von einem Stipendium gibt es eigentlich so gut wie keine, meiner Meinung nach. Abschließend möchte ich nochmal die Möglichkeit des Studienkredits genauer beschreiben. Das funktioniert folgendermaßen. Ein Student oder eine Studentin geht zu einer Bank und die Bank prüft die Konditionen dieser Person. Wenn sie die Voraussetzungen erfüllt, dann bekommt man einen Kredit, zum Beispiel über 10.000 Euro. Mit diesem Kredit kann man sein Studium finanzieren. Nach dem Abschluss des Studiums muss man diesen Kredit aber zurückbezahlen mit Zinsen. Ich persönlich halte das für eine gute Methode, um sein Studium zu finanzieren, da man den Eltern gegenüber nicht verantwortlich ist und da man so auch sich auf das Studium konzentrieren kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen? Das war die Musterlösung für die Präsentation. Planst du in der nächsten Zeit eine Goethe B2-Prüfung zu machen und hast du noch Probleme mit dem Sprechen oder mit dem Schreiben? Dann kannst du uns gerne schreiben und wir können ein individuelles Coaching vereinbaren, in dem wir dir helfen und so kannst du deine Prüfung mit einer guten Note bestehen. Schreib uns eine Nachricht, wenn du eine Goethe oder eine TELG oder eine Testvorbereitung planst. Wir helfen dir gerne weiter.